Einen wunderschönen guten Tag, meine sehr geehrten Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Ja, ihr seht es, ich habe mich richtig schick gemacht. Warum? Weil Toyota die Welt der batterieelektrischen Fahrzeuge entdeckt hat. Und nun endlich erkannt hat, als Weltgrößter Automobilhersteller, dass auch Toyota seinen Platz, seine Rolle in der Elektromobilität finden möchte. Und das nicht einfach so, sondern bis 2025 mit 15 batterieelektrischen Fahrzeugen. Und da muss ich sagen, diese Erkenntnis und den Markteintritt, das ist doch mal ein Riesenapplaus wert. Und herzlich willkommen, Toyota. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wir lieben euch und wir freuen uns auf eure Produkte. Und damit wir diesen Start auch so bombastisch und genial feiern können, hat uns Toyota schon mal ein richtig tolles Mittelklasse-SUV als Concept-Car ähm, präsentiert heute. Und zwar schon Mitte 2022 soll es in Serie auf den Markt kommen: der nagelneue Toyota BZ4X. BZ steht für Beyond Zero, das heißt für den emissionsfreien Antrieb. Ich mutmaße die 4 dann für Allrad und das X wahrscheinlich äh, weil es ein taugliches SUV vermitteln soll. Und da muss ich euch sagen, das ist doch mal so ein richtig genialer Einstieg. Diese Studie hat man übrigens zusammen mit Subaru gemacht. Das heißt, auch Subaru können wir demnächst wahrscheinlich auch in der batterieelektrischen Zukunft herzlich willkommen heißen und begrüßen. Bevor wir aber durchstarten und uns mal dieses neue Toyota BZ4X-Modell genauer anschauen, würde ich sagen, schaut ihr mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach elektrisch Community seid. Ähm, wenn nicht, wäre es toll, wenn ihr ähm, dazustoßt und ein kostenloses Abonnement äh, da lasst, damit ihr solche und andere Videos nicht mehr verpasst. Aber jetzt starten wir mal richtig durch in die batterieelektrische Zukunft von Toyota. Und wie immer starten wir natürlich von außen. Und da muss ich sagen, gefällt mir der Toyota BZ4X erstmal sehr, sehr gut. Toyota hat es verstanden, zumindest hier auf den Bildern, die Dynamik eines äh, batterieelektrischen Fahrzeugs mit einem entsprechenden Nutzwert zu kombinieren. Das heißt, wir finden uns hier im Mittelklasse-SUV-Segment. Ich vermute mal irgendwo eine Fahrzeuglänge irgendwo bei 4,50 Meter, 4,60 Meter. Toyota macht hierzu leider noch keine genauen Angaben. Ihr seht es hier, eine schöne dynamische Front mit einem tollen äh, Tagfahrlicht in LED, darunter, ähm, so sieht es zumindest aus, sind es äh, Voll-LED-Scheinwerfer und natürlich hat man auch auf den Kühlergrill im eigentlichen Sinne natürlich verzichtet, das brauchen wir ja nicht, wir haben lediglich unten so einen kleinen Lüftungseinlass dann für die äh, Klimaanlagen, Geräte etc. pp. Und an der Seite haben wir diese typischen aerodynamischen Aspekte mit diesen Aircarves, die dafür sorgen. Sollen, dass die Luft sich schön um das Auto herum, um die Räder ähm, verwirbelt und so im Prinzip dann halt auch den CW-Wert und die Aerodynamik optimieren soll. Und äh, dieses Bild zeichnet sich auch in der Seite in der Silhouette wieder, hier auch schön mit so einer Kontrastlackierung äh, zwischen der grauen Wagenfarbe und diesem äh, anthrazit-schwarzen Applikationen rund um die Radhäuser, auch in der Frontpartie. Das finde ich ja sehr sehr modern, sehr sehr gelungen und wir sehen hier auch die Ladeklappe, dahinter wird sich dann für Europa sicherlich auch der CCS-Anschluss äh, verbergen. Ähm, auf der Fahrerseite im Kotflügel, das ist ja eigentlich kein schlechter äh, Punkt, äh, wo man eigentlich recht gut ähm, das Auto dann auch ähm, laden kann. Schicke Felgen, schöne große Felgen, ähm, große Radhäuser, dann auch mit einem schönen, bulligen, ausgestellten Kotflügel machen. Hier finde ich eine powervolle, dynamische äh, Außensilhouette dieses SUVs. Schade, dass es ein SUV ist. Ich hätte mich auch gefreut, wenn Toyota mal ähm, ein klassisches Auto oder vielleicht sogar ein Kombi auch mit präsentiert hätte. Aber nein, ähm, die meisten Automobilhersteller steigen halt immer erst über SUVs ähm, in die Elektromobilität. Ein, das finde ich an der Stelle halt recht schade. Aber zurück zum Auto, seht ihr hier, es hat Konturen, es hat Gesicht, ähm, es sieht dynamisch aus, gerade dann hinten auch beim Heck mit diesem durchgehenden Leuchtband mit den LED-Rückleuchten. Auch hier seht ihr wieder diese Zweifarbigkeit aus dem Schwarz-Anthrazit-Schweller. Heckdiffuser und dann halt auch der Wagenfarbe in Grau. Oben seht ihr im Prinzip diesen Dachkantenspoiler, der aber nicht durchgehend ist, sondern nur seitliche Silhouetten hat und das Auto hat auch ein schwarzes Dach. In diesem Dach ist aber ein integriertes Solarladesystem, was dann. Ähm Halt eben auch ähm, ermöglichen soll, ähm, dass die Fahrstrecke äh, halt vergrößert wird und das Auto auch durch Sonnenkraft aufgeladen werden kann. Da sind wir natürlich gespannt, wie Toyota das umsetzt und welche Effizienz dahinter steht. Das heißt, äh, bei welchen Bedingungen wir wie viel Kilowattstunden dann auch über die Solarenergie ähm, äh, zurückgewinnen können in den Akku. Das ist ja immer dann auch dieser Nutzenfaktor, den man abgleichen muss. Toyota verspricht auch einen Hochvolt-Akku, der bei kalter Witterung sehr zuverlässig ähm, genügend Reichweite abgibt. Hier hat man wohl auch eine Akkuchemie ähm, entwickelt, die dieses zulässt. Was Toyota leider auch hat, ihr seht es da oben, ist so eine dicke, fette, schwarze Haifischflosse. Darunter verbirgt sich wahrscheinlich dann ähm, GPS, äh, Navigationsantenne, ähm, FM und äh, natürlich auch äh, Mobilfunk. Das hätte man sicherlich gerade auch in Richtung Mitte 2022 schön in der Karosserie, in den Scheiben oder in den Außenspiegeln ähm, verbinden können und hätte dieses Konzept-Car noch wesentlich dynamischer, eleganter wirken lassen. Und lasst uns nochmal hier diesen Blick auf das Heck werfen. Ähm, mir gefällt es so erstmal sehr, sehr gut. Auch die Heckklappe scheint schön tief runtergezogen zu sein, dass wir da eine vernünftige Ladehöhe haben, um das Auto komfortabel beladen zu können. Ich denke mal, hinter dieser Klappe werden sich dann auch 454 500 äh, Liter Kofferraumvolumen verbergen. Man wird die Sitze umklappen können, um halt auch mal größere Sachen zu transportieren. Und was natürlich Toyota uns irgendwann mal verraten muss, ist, welche Akkugrößen gibt es, ähm, welche Motorenvarianten gibt es für den Allradantrieb. Das heißt, das Fahrzeug kommt im Prinzip mit einem Front und einem Heckmotor ähm, an den Start, so dass man im Prinzip ähm, hier auch das klassische ähm, 4x Allradkonzept beherbergt. Was wir nicht wissen ist, ob man auch die Möglichkeit hat, Dachlasten zum Beispiel durch eine Transportbox zu transportieren oder auch die Möglichkeit hat, eine Anhängerkupplung für dieses Fahrzeug zu bekommen, um äh, kleinere Anhänger oder auch Fahrradträger dann mit transportieren zu können. Das sind alles Informationen. Da hat Toyota nebst äh, Länge des Fahrzeugs, Breite des Fahrzeugs, Höhe des Fahrzeugs absolut rein gar nichts bis dato leider kommuniziert und nach außen kommt natürlich innen und da muss ich sagen wow Toyota das ist doch mal ein futuristisches Design für ein Armaturenbrett schön flach gehalten so dass man eine schöne Aussicht nach draußen hat ähm, im Prinzip die Rundumsicht im Vordergrund steht und man nicht so ein massig wirkendes klotziges dickes fettes hohes Armaturenbrett hat das finde ich geil gemacht auch mit diesem Design äh, des Fahrerdisplays so ein bisschen dynamisch zulaufend ähm, ich weiß nicht ob es davor noch eine Ablagemöglichkeit ist dann halt auch so ein Jog-Lenkrad. Ähm, Toyota möchte hier quasi in den BZ4X auch die Steer-by-Wire-Technik ins Lenkrad einführen. Dazu habe ich auch mal ein Video gemacht in Verbindung mit dem neuen Tesla Model S und Model X Refresh, äh, wie diese Steer-by-Wire-Technik funktioniert, welche Funktionen äh, dann die Lenkräder haben, das kann ich euch nur empfehlen. Schaut da mal nach. Ähm, das ist eigentlich ganz interessant. Und interessant finde ich auch, ob die klassische Toyota Community dieses Lenkrad akzeptieren wird, weil Toyota plant kein rundes Lenkrad, sondern nur dieses ähm Steer-by-wire Lenkrad und da bin ich mal gespannt, ob das akzeptiert wird oder ob Toyota einknickt und beide Varianten des Lenkrads anbietet. Ansonsten ist es sehr, sehr aufgeräumt. Wir haben hier im Prinzip ähm, ein schönes, großes, zentrales äh, Infodisplay, haben äh, klassische haptische Lüftungsdüsen und halt auch die entsprechende Mittelkonsole schön hochgezogen mit einem Staufach darunter, mit Becherhalter, mit einem Klappfach. Ähm, und ähm, das wirkt alles erstmal grundsolide und und aufgeräumt aber auch Parallel sehr sehr futuristisch und Toyota nutzt natürlich auch den Platz, weil man keine Kadernwellen oder andere Dinge im Innenraum mehr benötigt und man sieht hier eigentlich diese Luftigkeit. Man sitzt ja in einem SUV so leicht erhöht und hat eine schöne große Rundumsicht und ähm, alles äh, schwebt schön frei daher. Und ähm, ja, hier seht ihr es noch mal aus der Nähe ähm, dieses Infotainment-Display, dann halt auch mit dem verstellbaren Lenkrad in der Höhe und in der Ferne und ähm, das macht eigentlich einen sehr sehr guten Ab Eindruck und da hat man schon mal richtig Lust, das mal anzufassen und auszuprobieren, gerade wenn man dann einparkt und stärkere Lenkeinschläge hat, wie es funktioniert. Klassische ähm, Multifunktionsfunktion hat es natürlich auch, wo man die wesentlichen Dinge dann ähm, halt eben auch äh, bedienen kann. Und ähm, ja, auch die Mittelkonsole ist relativ klassisch gehalten. Man hat also den Fahrstufenregler plus diverse Tasten und Knöpfe. Ähm, das finde ich eigentlich ganz gut, weil man dann auch während der Fahrt relativ blind mal die Tasten bedienen kann. Toyota hat nach wie vor den Powerknopf, also diesen sogenannten Start-Stop-Knopf, beibehalten. Ich finde ja einfach in der Elektromobilität reicht es eigentlich, wenn man auf die Bremse tritt und dann die meisten Funktionen auch aktiviert sind. Ja türverkleidung das wirkt alles so auch im designmix sehr sehr gut wenn gleich es auch oben so ein bisschen hartplastisch äh, wirkt ähm mit Klavierlack, mit verschiedenen Materialien. Dieser mittlere Teil des Armaturenbretts ist dann mit einem schönen, ähm, ich hoffe, recycelten Stoff bezogen. Ähm, die Innenverkleidung der Tür dann mit einer Art Leder, Kunstleder. Also man hat hier auch einen guten äh, Materialmix gefunden. Und ihr seht auch oben beim Außenspiegel, dass man da ein schönes Fenster hat und die A-Säule möglichst schmal gehalten ist, um dann halt auch eine gute Rundumsicht zu bekommen. Und die Wertigkeit, die fügt sich im Innenraum weiter. Ihr seht es, wir haben hier auch so ein Panorama. Dach ähm, ähm, scheinbar aus ähm, Glas. Ich bin gespannt, ob man das öffnen kann, ob man da wirklich rausschauen kann. Toyota spricht ja auch von diesem ähm, integrierten Solarladesystem. Ähm da bin ich mal ähm, gespannt, ähm, wie sich das dann äh, miteinander verbindet und wie das dann tatsächlich in dem Toyota sich widerspiegelt. Hier haben wir natürlich schöne, ähm, ich würde sagen, Leder- oder Kunstledersitze perforiert, ähm, wo es dann hoffentlich auch Sitzheizung und Sitzbelüftung gibt, vielleicht auch eine Massagefunktion. Die sehen auch aus, als wenn sie einen guten Seitenhalt haben, auch eine schöne Schulterpolzung, man hat eine breite Mittelkonsole. Das wirkt alles sehr, sehr gemütlich und sehr, sehr gut, auch in Verbindung mit dem schwarzen Dachhimmel sehr performant. Und und ähm, auch auf der Rückbank sieht es zunächst erstmal aus, als wenn man da schön Platz hat. Ähm, ihr seht es, äh, man kann auch hinten ähm, dann die Sitze wahrscheinlich beheizen, hat Anschlüsse USB-C, um dann auch äh, Geräte zu laden. Man hat eine Mittelarmlehne. Ich hoffe natürlich auch, dass in den äußeren Sitzen dann halt auch Kinder-ISOFIX-Befestigungen sind. Gerade wenn man auch Kinder transportieren möchte, dass die halt da gut aufgehoben sind und man auch Kinder-ISOFIX-Kindersitze ähm, dann benutzen kann. Und das macht eigentlich so finde ich einen sehr, sehr guten frischen äh, Materialmix. Ihr seht auch in der Mitte, äh, in, in dem, im Fußraum, in der Mitte ist kein Kaderntunnel, das ist alles flach, sodass man zur Not vielleicht auch mal eine dritte Person ähm, auf einer Kurzstrecke befördern kann. Ich glaube, das ist ein gutes Raumkonzept, äh, was man auf den Bildern erkennen kann und macht eigentlich Freude, das dann mal in Live auch... Für euch zu testen. Ja, Toyota, also nochmals herzlich willkommen in der batterieelektrischen Zukunft. Schön, dass ihr jetzt als weltgrößter Hersteller von Automobilen mit dabei seid und dann mit dem BZ4X äh, aus dem Concept Car ein Serienauto in Mitte 2022 bauen werdet und dann we äh, viele weitere Modelle bis 2025 folgen lassen. Ich freue mich auf Toyota, weil Toyota für mich eine sehr sehr gute Marke ist, sie ist flächendeckend in Deutschland in Europa vertreten, hat ein gutes Händlernetz, hat eine gute äh, Werkstattanbindung und ähm, ja, ich freue mich einfach, dass Toyota endlich auch rein batterieelektrisch dabei ist. Sie haben übrigens ja eine Vorreiterrolle in der Elektrifizierung, so sagen sie es zumindest selber. Das soll jetzt der jüngste Meilenstein sein. Ich zitiere auf dem Weg in eine emissionsfreie Mobilität, und ich zitiere weiter, den ersten Schritt bildete vor mehr als 20 Jahren die Markteinführung des Toyota Prius als erstes in Serien gebautes Hybridfahrzeug. Na Mensch, also da gibt es ja für Toyota auch noch mal einen Applaus. Klasse dass ihr die Vorreiterrolle jetzt in der Elektrifizierung übernehmt. Ich glaube, da gibt es viele, viele tolle Hersteller und Marken, die schon gezeigt haben, dass Elektromobilität ganz hervorragend funktioniert. Mit Verlaub auch Tesla, die das schon seit über acht, neun Jahren hier bei uns darstellen, die eine eigene Ladeinfrastruktur haben. Und da bin ich natürlich total begeistert, wie diese Vorreiterrolle bei Toyota in Zukunft sein wird. Und natürlich, wenn der weltgrößte Automobilhersteller in die Elektromobilität einlädt, dann ist einfach elektrisch natürlich immer gerne mit dabei. Und ähm, ich bedanke mich, dass ihr mit dabei wart, dass ihr eure wertvolle Zeit geopfert habt, dieses Video zu schauen. Ich würde mich freuen, wenn es euch gefallen hat, ihr es mit einem Daumen hoch bewertet. Falls ihr noch nicht Teil der einfach elektrisch community seid, bitte jetzt ähm, über ein Abonnement nachdenken und dazustoßen, damit wir uns im nächsten Video, was schon alsbald folgen wird, dann auch wiedersehen. Und ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Bis bald, euer Olli. Bleibt gesund!